Hallo Leute, heute muss ich mal wieder ein Video machen, in dem ich mich mal wieder fragen muss, was sollte das? Ganz einfach zu erklären. Die Takopisten haben in vielen mittelständischen Unternehmen überfallartig elektrische Geräte jeglicher Art geklaut. Und das im großen Stil. Takopisten dürfen gerne in ihren Höhlen hausen und da ihre Sachen machen, aber sie sollen nicht die Unternehmen schaden, in der auch wir Menschen zur Arbeit gehen, diese Vollidioten. Sie sollen nicht die Unternehmen schaden, in der auch wir Menschen Geld verdienen. Ab sofort dürft ihr Takopisten überhaupt nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt ist Feierabend. Nicht einmal auf dem zweiten Arbeitsmarkt werdet ihr eine Arbeit bekommen. Einfach mal so, ohne überhaupt an die Konsequenzen nachzudenken, am vorherigen Donnerstagmorgen eine Diebstahlaktion im großen Stil zu starten, bestätigt ihr damit zu Recht, dass ihr Takopisten zum einen keine Menschen und zum anderen als kriminelle Vereinigung einzustufen seid. Beweise für eure kriminelle Energie liegen in meiner Studie von 2005 bis 2008 auf der Hand. Ihr habt damit euer eigenes Todesurteil unterschrieben. Ihr seid nur noch dazu verdammt, in eure Höhlen zu hausen, solange sie noch stehen. Arbeitslosengeld und Bürgergeld kriegt ihr sowieso nicht, weil ihr sowieso beim zuständigen Arbeitsämtern überhaupt keinen Zutritt mehr habt, weil ihr sowieso überhaupt nicht mal Körperhygiene betreibt. Denn ihr Takopisten seid sowieso dazu da, alle Menschen, auch wir im Autismus-Spektrum, mit euren Intrigen so zu vergiften, sodass überhaupt kein friedliches Miteinander unter den Menschen, insbesondere keine Freundschaften und Liebesbeziehungen zwischen Autisten und NTs entstehen kann. Das, was ihr Takopisten gemacht habt, war krimineller Diebstahl im besonders schweren Fall. Und nun wurde endlich bestätigt, dass ihr Takopisten die wahren Kranken seid. Nicht wir im Autismus-Spektrum, was die Medien ständig propagieren, sondern ausschließlich ihr. Lasst euch mal durchchecken, was in euren Köpfen vorgeht, solange es noch Ärzte gibt, die Takopisten behandeln. Es sei denn, es gibt gar keine Ärzte mehr, die euch dann behandeln können. Mit Takopisten Sex zu haben, ist wie Sodomie und das ist ebenfalls strafbar. Nur mit dem Unterschied, dass der oder die Takopistin oder Takopist dafür bestraft wird und nicht wie üblich der Mensch. Aus genau diesen Gründen wird der Krieg gegen die Takopisten jetzt offiziell. Und das Ergebnis des Krieges wird nicht die Zerstörung der Erde 1 und die der ganzen Menschheit, sondern entweder die bedingungslose Kapitulation oder die totale Ausrottung des Takopismus und der Takopisten auf diesem Planeten sein. Möge die Menschheit siegen, Autistinnen und Autisten aller Länder, vereinigt euch. Euer König Martin II.